bei dem Verständnis Kindern gegenüber, bei dem Verständnis der Situation Kindern gegenüber. Kinder sind keine besondere Spezies wie Taubenzüchter beispielsweise oder Sportfischer oder ähnliches. So wird das Bild bei uns mit dem Begriff Kinder umgegangen. Kinder sind wir. Kinder ist ein Durchgangsstadium der Menschen, deshalb menschliches Familienrecht. Kinder ist ein Lebensabschnitt des Menschen. Und das übersehen wir komplett. Und wie gehen wir mit uns selber um? Dies ist nicht eine Frage wie von uns an andere, wie gehen wir mit Kindern um, sondern wie wir mit Kindern umgehen, heißt, wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir eigentlich mit uns um in dem Lebensabschnitt zwischen, sagen wir mal, 1 und 18? Und dieses Verständnis zu erreichen, das meine ich damit und meinen wir in unseren Professionen damit. Das sind wir, das sind unsere Entwicklungen, das ist unsere Zukunft. Also um nochmal den vielleicht auch wichtigsten Punkt aufzugreifen, was muten wir Kindern auch trennungstechnisch zu, wenn wir, wie selbstverständlich in Deutschland, Verfahren haben, die über Monate, wenn nicht Jahre dauern? Ja, ich möchte das möchte auch, dass das nicht als Polemik missverstanden wird. Ich möchte das so bezeichnen. Es findet häufig im Trennungskontext, im Trennungskampf eine Kindesmisshandlung statt. Ich muss aber sagen, die ist nicht gewollt, aber sie entsteht. Kinder, die in einen Loyalitätskonflikt geraten, empfinden das als Misshandlung. Es ist objektiv eine Misshandlung. Kinder, die den anderen Elternteil nicht mehr lieben dürfen oder diese Liebe nicht nach außen dokumentieren dürfen, werden misshandelt. Kinder, die dem Vater nicht mehr sagen mögen, wie schön sie es bei der Mutter finden, die der Mutter nicht mehr sagen mögen, weil sie Angst haben, sie verletzen sie, wie schön sie es beim Vater finden, sind in einem abenteuerlichen Konflikt. Und ich erlebe es oft, dass mir Eltern Gegensätzliches erzählen. Mutter sagt, der Junge will nicht mehr zum Vater. Vater sagt, stimmt überhaupt nicht. Er hat mir gesagt, er will doch hier bleiben. Beides ist richtig. Beides stimmt. Der Junge erlebt und lebt beides, nur bei den Eltern unterschiedlich. Das heißt, er ist in einem Spannungsverhältnis, das man eigentlich als Misshandlung bezeichnen kann. Wobei da auch in erster Linie die Eltern gefordert sind, Kindern diesen Spagat nicht zuzumuten. Nicht nur in erster Linie, sondern ausschließlich. Eltern sind gefordert. Und wenn sie es selber nicht leisten können, und ich sagte es eingangs, wenn man verletzt ist, dann kann man diese Dinge nicht bringen. Das muss man auch respektieren bei den Menschen, bei den betroffenen Eltern. Aber dazu sind dann wir als außenstehende Professionen da, diese Eltern zu stützen und vielleicht auch bisweilen einmal gegen ihren Willen festzuhalten. Und zwar nicht ihretwegen, sondern im Interesse der Kinder. Sie schulden es nicht dem anderen Elternteil, auch nicht uns als Profession, auch nicht ihren Anwälten. Sie schulden es den Kindern und denen schulden sie es in der Tat. Eins gehört gehört. SWR1. Herr Rudolph, was können wir von anderen Ländern lernen? Wir können von anderen Ländern lernen, dass wir Eltern verpflichten, die Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen oder auch wieder zu übernehmen, wenn sie sie im Kampf miteinander vielleicht außer Augen und aus dem Blick verloren haben. Im Trennungs- und Scheidungskampf. Im Trennungskampf. Der Scheidungsakt als solcher ist ja nur ein rein formaler. Es ist der Trennungskampf, es ist auch der Nachtrennungskampf übrigens. Es entstehen ja auch häufig Ängste, wenn sich beide Eltern wiederum neu formiert haben in ihren Lebensfeldern, in ihren Lebenskreisen. Und plötzlich spielt der andere Elternteil im Umgang mit den Kindern immer noch eine Rolle. Er wird oft von den neuen Partnern des jeweiligen Elternteils als große Gefahr empfunden und die versuchen sich dann abzuschotten. Wir können lernen, dass Eltern verpflichtet werden können, zunächst vielleicht auch einmal gegen ihren Willen, diese Verantwortung zu übernehmen oder wieder zu übernehmen. Wir haben zum Beispiel in skandinavischen Ländern, das seien Dänemark und Norwegen genannt, Verpflichtungen der Eltern in die Mediation zu gehen, um dort eigene Lösungen zu erarbeiten. Das Wichtige daran an dieser interdisziplinären Arbeit ist, dass Eltern eigene Lösungen finden, dass sie selbst die Lösung finden, nicht, dass man ihnen Lösungen schmackhaft macht oder aufoktroyiert oder sie sozusagen zu Lösungen nötigt. Das hat keinen Sinn, sondern es müssen selbstgetragene Lösungen sein, selbstentwickelte Lösungen. Das kann man zum Beispiel in der Beratung schaffen, in der Mediation. Und wir haben erfahren, dass man sogar Eltern gegen ihren Willen auf einen solchen Weg bringen kann, gegen ihren anfänglichen Willen. Ja. Was können wir von Kalifornien lernen? Von Kalifornien können wir lernen, dass dort auch Eltern zunächst einmal in diese Mediation geschickt werden durch die kalifornischen Richter, entweder durch Anordnung oder aber, dass sie diese Richter überhaupt erst erreichen, wenn sie diese Mediation durchschritten haben. Dort haben die Mediatoren dadurch eine ganze Menge Einflussmöglichkeiten und Macht. Und erst wenn diese der Auffassung sind, dass das nachhaltig ist, dass die Lösung, die von den Eltern erarbeitete Lösung nachhaltig ist, lassen sie sie durch zum Gericht. Aber es geht alles sehr schnell. Das ist sehr wichtig. Wir haben einen anderen kalifornischen Gesichtspunkt. Das ist, dass wenn Eltern sich trennen und ein Eltern mit den Kindern
weiter als 50 Meilen vom bisherigen Wohnort entfernt verziehen will, dass dies nach dem Gesetz ohne eine gemeinsame Lösung nicht möglich ist. Mhm. Und dazu die Eltern zwingt, eine solche Lösung zu finden. Und das findet in hohem Maße Anwendung. Das klingt außerordentlich pragmatisch. Vor diesem Hintergrund ist unser System, auch was das Sorgerecht und die Frage des Sorgerechts angeht, nicht dann zu sehr formalistisch? Es ist sehr formalistisch. Es ist, das Sorgerecht ist eigentlich ein Konstrukt. Wir sprechen im Übrigen vom Sorgerecht und selten von der Sorgepflicht. Es wird als Recht, und das kennzeichnet auch wieder diese Eigentumshaltung Kindern gegenüber, es wird als Recht eines Erwachsenen empfunden, und es wird dabei häufig übersehen, dass es sich um eine nicht disponible Verantwortung handelt. Mhm. Ich kann Ihnen das Sorgerecht entziehen und Sie können zu mir sagen, das kannst du tausendmal machen, ich fühle mich trotzdem für meine Kinder Verantwortung. Mhm. Und mit dieser Verantwortlichkeit der Eltern umzugehen, das spielt in unserem Gesetz und in unserer Rechtswirklichkeit so gut wie keine Rolle. Wie haben eigentlich in der Vergangenheit und reagieren heute noch Ihre Richterkollegen auf Sie? Das ist ganz unterschiedlich. Ein Teil, wenn auch, wie mir scheint, ein erstmal relativ geringer Teil, reagiert sehr positiv, weil er mit der bisherigen Arbeitsform und den Ergebnissen nicht einverstanden ist und weil er auch die Situation, die er sieht, richtig analysiert. Ein großer Teil ist eher skeptisch, bis hin zur Ablehnung. Das hängt aber mit unserer Ausbildung zusammen. Es macht uns unsicher, so zu arbeiten. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, als Juristen mit dynamischen gesellschaftlichen Prozessen umzugehen. Das können wir nicht. Mhm. Wir haben gelernt, feste Sachverhalte zu haben oder selbst zu erarbeiten, spätestens nach einer Beweisaufnahme zu haben und dann, wie wir Juristen sagen, darunter zu subsumieren. Das heißt, mit diesen Sachverhalten zu arbeiten. Und das übertragen wir auch auf die gesellschaftlichen Systeme. Und daher verursachen wir manchmal sehr viel Unglück damit. Und da wir anderes nicht gelernt haben, versuchen wir uns erstmal dagegen zu wehren, das abzulehnen und zu sagen, das kann nicht gut sein. In Wirklichkeit können wir es nicht. Das heißt mit anderen Worten, wir müssten als Familienrichter eine entsprechende Aus- und Fortbildung haben. Das ist zwingend notwendig. Vorher dürften wir eigentlich auf die Gesellschaft gar nicht losgelassen werden. Sind diese viel gescholtenen verantwortlichen Politiker insofern viel flexibler, als die schon reagiert haben? Baden-Württemberg beispielsweise hat ja ihr Modell quasi übernommen oder probiert es zumindest aus? Das möchte ich gar nicht so sehr sagen, sondern die Flexibilität liegt bei der betroffenen Bevölkerung. Ich habe den Eindruck, dass der Druck in der Bevölkerung immer größer wird, weil, wie Sie eingangs ja sagten, noch immer mehr Menschen betroffen sind vom Trennungskontext, Kinder umso mehr. Der Druck aus der Bevölkerung wird immer betroffener und darauf reagieren Politiker, es sei denn, sie seien sogar selber betroffen. Darauf reagieren auch die Medien. Und darauf reagieren dann zunehmend auch die im Übrigen beteiligten Berufe. Das scheint mir der Grund zu sein. Nicht, dass es eine größere Erkenntnisfreude dort gibt. Wobei ich allerdings insofern zustimmen muss, wir Juristen sind, wie ich bereits vorhin sagte, von unserer Ausbildungsstruktur her nicht diejenigen, die revolutionär und entwicklungsfreudig denken. Wie groß ist das Interesse der Medien an Ihrem Thema? Zunehmend? Es ist zunehmend, aber wie mir scheint auch deshalb, weil sie merken, es betrifft einen sehr großen Teil der Bevölkerung. Mhm. Und das scheint mir in erster Linie der Grund zu sein, denn das Thema war auch schon vor 20 Jahren hochaktuell. SWR 1, Leute, der Radio Talk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.